dafür, dass wir auf die Straße gehen und uns um das Wohl anderer sorgen, weil wir aufmerksam machen auf Missstände, weil wir unsere Rechte, Also am Rande der Demo hier, eigentlich direkt vor der JVA in Stammheim, habe ich die Esther Sonntag mal hier bei mir im Gespräch. Die hatte ich jetzt die Tage bei Medienkollegen im Interview erlebt gehabt. Herzlich willkommen überhaupt erstmal. Und natürlich auch willkommen wieder in Freiheit, weil im Prinzip du teilst ja, hast zumindest eine Zeit lang das Schicksal geteilt jetzt von dem Michael Ballweg. Ja, ich sag mal, klar, viele haben jetzt gefragt, wie war es, wie ist es. Ich finde generell so eigentlich die Geschichte ganz, ganz spannend zu sagen. Du hast das Urteil nicht angenommen oder hast die Strafe nicht angenommen, die finanzielle Strafe, sondern hast gesagt, ich entscheide mich bewusst für diesen Weg mit Haft. Warum? Genau. Warum? Genau. Also was für mich dahinter steht, ist einfach, dass Menschen aus unseren Kreisen, die sich gegen diesen Irrsinn stellen, ganz oft mit verrückten Strafen belegt werden, Ordnungswidrigkeiten. Wir werden kriminalisiert dafür, dass wir auf die Straße gehen und uns um das Wohl anderer sorgen, weil wir aufmerksam machen auf Missstände, weil wir unsere Rechte, unsere Grundrechte wahrnehmen. Und alles immer nur wohlwollend. Und sich dafür dann bestrafen zu lassen, ist meines Erachtens nicht richtig. Deshalb musste ich das einfach mal verweigern. Also hätte ich den Menschen, mit Verlaub, Entschuldigung, Arschloch genannt, dann hätte ich diese Strafe verdient und hätte sie auch bezahlt. Weil was ich schuldig bleibe, bezahle ich. Aber da sehe ich mich nicht schuldig. Ein Kasper ist für mich ein ausführendes Element, da steht jemand dahinter, da ist im Grunde genommen eine Puppe. Warte mal, wir machen mal eine ganz kurze Pause, genau, und lassen die Trommler kurz mal durch. Ja, was ich halt zumindest einmal auch bemerkenswert fand, ist ja wirklich die Geschichte. Es bedeutet ja auch, du begibst dich absichtlich in eine Welt, die wir als Freie erstmal so nicht kennen. Ja, da gehört ja auch Mut dazu. Also ich meine, das, was du in dem anderen Interview gesagt hast, es war dann weniger schlimm, als man sich eigentlich Haft vorstellt. Ja, kannst du aber das nachvollziehen, was der Michael Ballweg erst gerade in seiner Rede da erzählt hat? Das waren ja Haftbedingungen, gerade durch Corona-Maßnahmen und so, die fand ich ja auch heftig. Nee? Absolut. Also ich selber bin ja in Isolationshaft gegangen, weil ich nicht bereit war, zum einen mir irgendwas irgendwo reinstecken zu lassen, mein Blut zu geben oder mich röntgen zu lassen. Vom Feinsten. Da ist mein Körper mir wichtiger. Und ich wurde dafür abgestraft, dass ich das alles nicht mitmache. Also dieser Mut und dieser Entschluss eben tatsächlich zu sagen, okay, aus Überzeugung trete ich dieser Haft da an und mache das bringt mir zumindest Respekt ab, weil ich einfach sage, Mensch, das ist ja ein wichtiges Thema offensichtlich, ansonsten hätte ich es nicht gemacht. Ja? Ich bin seit Jahren auf der Straße und ich bin in der Regel fast dreimal mindestens die Woche auf der Straße und ich habe alles erlebt. Ich bin bespuckt worden, beschimpft worden, bedroht worden. Wir werden diffamiert, denunziert, Kinder lachen über uns und das ist keine einfache Sache, da sich jedes Mal wieder zu motivieren. Auch im Sommer, wenn die anderen im Biergarten hocken und grillen, da bin ich auf der Straße. Und da sehe ich das einfach nicht ein. Ich bezahle das nicht. Ja. Aber du wirst demzufolge auch weiterhin machen, wirst auf der Straße bleiben, weiterhin im Widerstand. Gerade, dass ich jetzt halt das Gesicht vorne habe und das zeige, ich mache das. Und das hat mir auch meine Post und die Rückendeckung von draußen, von diesen wundervollen Menschen gezeigt. Das ist notwendig, dass andere das erreicht, was hier vor sich geht. Weil wir werden ja mit irrsinnigen Strafen belegt. Wofür bitte? Wofür?
Wir haben nichts gemacht, wofür man sich schuldig fühlen müsste. Im Gegenteil. Wir haben immer den Kopf hingehalten und wir haben versucht, andere zu warnen. Und ich gehe auch noch mal rein, ich habe noch Sachen offen. Da wollte man mich nicht verurteilen, es wäre sehr peinlich gewesen. Aber man macht dann trotzdem Auflagen, obwohl man es einstellt. Und sorry, ohne mich wird nicht kommen. Nachvollziehbar. Was ich jetzt auch noch ganz spannend fand, wir hatten uns gerade unterwegs schon ein bisschen unterhalten. Du sagst halt, gerade du hast davor die Menschen gebeten, dass sie dich anschreiben sollen, dass sie dir Briefe, Nachrichten reinbringen sollen, was ja die Mitarbeiter da ziemlich stark in Beschlag genommen hat. Warst du die einzige Gefangene, sag ich mal, die so eine Reaktion erhalten hat? Also es muss ja irgendwie bei denen auch ankommen, wenn jetzt für einen einzelnen Inhaftierten, der Michael Ballweg, sprach ja gerade von 8000 Briefen, also ich glaube nicht, dass also alle Insassen hier so viel Post bekommen. Aber ich muss sagen, ich habe sehr viel Post bekommen. Sie waren wohl mit überfordert. Sie haben wohl gedacht, sie können es aussitzen, so nach dem Motto, wenn die geht, dann soll sie ihren Scheiß mitnehmen. Das hat dann nicht funktioniert, weil sie dürfen wohl auch nicht ignorieren, wenn ich Anträge stelle. Ich habe dann irgendwie täglich neue Anträge gestellt, dass mir meine Post zugestellt wird. Ich habe eine Haftbeschwerde an die Frau Zink, die Leiterin, gestellt, weil ich praktisch, meine Post wird zurückgehalten. Mein Anwalt, dem wird das Recht genommen, mich zu sehen unter fadenscheidiger Begründung. Also nochmal das Thema eben tatsächlich mit den Briefen, wie das da angekommen ist. Hast du irgendwas mitbekommen, dass andere Häftlinge auch so viel Post bekommen haben oder irgendwie gibt? Ist das üblich oder? Ich denke, das ist überhaupt nicht üblich. Also das sind Leute, die da überhaupt froh sind, wenn irgendwas ist, wenn sie Kontakt haben können oder wenn eben die Familie dann noch Kontakt hat. Das ist so das Normale, dass Post in solchen Mengen, wie sie jetzt mir geschickt wird, kommt, ist eben wohl auch nicht vorgesehen. Es gibt nur einen einzigen anscheinend, der da auch zuständig ist, diese ganze Post zu lesen, aufzumachen, gucken, was darf und was darf nicht. Und dann habe natürlich ich die Leute gebeten, Informationen zu schicken, wo viele dann eben Sachen kopiert haben und gemacht haben und Broschüren und Fülle von Material, die mich da fast erreicht hätte, eben hinterher. Und damit waren die komplett auch überfordert und hatten da wenig Lust. Deshalb hat mich das erstmal, am Anfang hat mich was erreicht und dann kam ein Loch und dann habe ich eben Anträge gestellt. Was mich vor allen Dingen interessiert und gerade auch nochmal hier für unsere Zuschauer ein Thema eben, du bist da einen besonderen Weg gegangen. Sag einfach mal, was ist denn deine Botschaft? Was würdest du jemandem empfehlen, der in einer ähnlichen Situation ist? Einfach. Ich würde empfehlen, mich zu kontaktieren. Ich coache euch. Ihr geht da rein und ihr geht mit Gewinn wieder raus. Und zwar nicht finanzieller Art, sondern menschlicher Art. Das ist was, ich habe sehr viel mitgenommen. Und wer Interesse hat, findet mich und ich coache euch und sorge dafür, dass es besser und ein bisschen einfacher ist, dann, wenn ihr drin seid. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank. Und klar, einen guten Fall muss man gar nicht rein, aber wenn es soweit ist, dann sollte man es einfach annehmen. Ja? Ja, und wie gesagt, mit ein bisschen Vorbereitung, wenn man so ein bisschen weiß, was auf einen zukommt, wenn man Tricks und Schliche kennt, dann man kann da durchaus auch seinen Spaß haben mit dem System und sich da ein bisschen Spaß draus machen. Wobei, es darf immer nie gegen Menschen gehen, das ist ganz, ganz wichtig. Also auch da muss ich sagen, die Mitarbeiter in den JVAs, Polizisten und, es geht nie gegen die, es geht immer, was wir machen, ist das System stimmt nicht. Und gerade die Leute, die drin sitzen in den JVAs, das sind die Opfer unseres Systems. Ein System, das die Familie abschafft. Ein System, das sich nicht mehr um die Schwachen kümmert. Und wenn du keine Strukturen mehr hast, die alles zusammenhalten, dann fällt alles auseinander. Und wer alleine ist, auf wen soll er Rücksicht nehmen? Und das ist, und ich plädiere, und wer mich recherchiert, der wird das halt finden, ich plädiere auf ein Miteinander, ein Wiederaufeinander zu, ein Füreinander. Das ist meine Botschaft. Ja, es ist ja eine neue Welt, genau. Ja, und es sind
ganz wundervolle Menschen. Wer sich das mal anschauen möchte und wer es noch nicht getan hat, sollte das tun, weil es unglaublich ist, was für positive, liebevolle, wundervolle Menschen da mit uns auf der Straße sind.